Hallo, hallo. Willkommen zum Unboxing-Video der Nikon D3400. Dem Kit-Set, frisch geholt. Und zwar mit dem 18-55, dem Kit-Objektiv, aber mit VR, mit dem Bildstabilisator. Gleich, wenn man die Verpackung öffnet, hier der 10€ Gutschein für die Nikon School. Super cool, Worldwide Service Warranty. Bitte vom Händler unbedingt abstempeln lassen. Und das Handbuch hier gleich vorne, inklusive Garantiebeleg, ist auch hier hinten. Handbuch, sehr fein, das werde ich gleich als erstes genießen. So, aufmachen, dann sieht das jetzt so aus. Da dürfte das Objektiv drin sein. Jawohl. Weiter geht's. So, hier ist das Nikon DX. Mal ein bisschen näher in die Kamera. Das 18-55er Objektiv. Ja. Sieht hier gut aus. Hier vorne, das ist glaube ich der Autofokus, der Knopf. Hinten die Anschlüsse für Fokus und so weiter, Belichtungsmessung. Gut, okay, ich sehe schon der Plastikdeckel hinten. Ja, ist etwas kreativ. Ah, alles klar, gut, das ist nicht der Autofokus, das ist die Lock-Funktion, ist die Zoom-Funktion gesperrt, Knopf drücken und erst dann, man hört dieses Geräusch, ja, und erst dann ist die Zoom-Funktion verfügbar. Gut, dann hier der Kameragurt. Sehr schön Nikon natürlich drauf. Wunderbar. Dann haben wir hier der europäische Stecker für das Ladegerät. Im Normalfall hier ganz einfach zum Reinklipsen. Aha, okay. Das amerikanische Modell. Und das da müsste dann zum Reinklipsen sein. Klassischer Fall für das Handbuch. Und dann hier der Akku. Das hier ist der Lithium-Ionen EDER Nordpol / EDER Ludwig 14A. Soll angeblich recht lange halten. Gut, und dann geht es hier zur Kamera selbst, der Body. Das wird nicht mehr benötigt. Ach, es raschelt immer so schön beim Auspacken. Hier die Info für die Snap-Bridge. Gut, und hier haben wir die D3400. Hier der Verschluss fürs Objektiv. Typenbezeichnung. Hier haben wir die Position des Bildsensors. Hier auf der Seite die USB-Anschlüsse. Ja, beziehungsweise ein USB-Anschluss und ein HDMI-Anschluss. Das Display hinten. Ja, alles noch natürlich neu und frisch ausgepackt. Hier das Drehrad mit den einzelnen Funktionen. Da werde ich mich dann noch ein bisschen spielen damit. Infoknopf, Belichtungskorrektur, Videoaufnahme. Sehr schön. Gut, Infotasten, okay, Akku rein, dann schauen wir mal. Speicherkarte ist keine im Lieferumfang enthalten. Und, ach, montieren wir gleich das Objektiv auch drauf. So, wo ist der Punkt? Hier. Diesen Punkt brauchen wir. Auf den Punkt setzen und gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet, setzen. Jawohl. So, einschalten. Jetzt komme ich mal ein bisschen näher. So, einstellen der Sprache.
Snapbridge, wunderbar, das können wir überspringen. So, Zeitzone. Paris, Berlin, okay. Dann wähle ich hier das Datumsformat, Tag, Monat, Jahr, wunderbar. Sommerzeit ist im Moment aus. Das Monat haben wir November, den 7. Uhrzeit, 19:07. Hoppa, so. Ich hoffe, man sieht das hier. 19:07 und mit OK bestätigen. Fertig, wunderbar. Fragen Sie zum Fotografieren des Objektivs, indem Sie den Zoom-Ring drehen. Okay, das ist ja cool. Das ist dieser hier, Achtung, hier auf der Seite mit dem Knopf verriegelt. Okay. Gut, das heißt, wenn ich jetzt noch den Deckel runternehme, sehr cool. Das erste Foto. Keine Speicherkarte angesetzt. Okay. Speicherkarte fehlt noch. Gut. So viel zum Unboxing-Video. Und alles weitere folgt dann noch. In diesem Sinne, bleib kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.